Ja, kann. Aber nur schnell. Ich muss wirklich schnell machen. Weg da! Scheiße. Ey, bitte, der andere darf jetzt nicht dumm sein und sich zeigen. Wenn er so dumm ist und sich zeigt, dann ist er ein Vollidiot. Sekunden. 2, 2, 1. Wir leben. Wir auch. Ey, wir haben ihn schon fast gekillt und er stirbt die meiste Zeit. Vor zu sterben. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 4. Ich glaube, ich sterbe auf meinem Green Weapon. Die macht mehr Schaden. Und die hat mehr Schuss. Drei Schusswaffe mit dem Grün. Alter, wir haben die Abwehr nicht was gekillt. Für den letzten Wurf würde ich nicht nehmen. Ich stehe nie nach vorne hin, Lutz. Ich stehe nie noch weit hinten, weil ich ganz genau weiß, er kann nicht treffen. Ich gehe nicht weg, Lutz. Ich will den Gegner hinten treffen am Fuß. So ein dickes, fettes Ding. Ding auf den Ball. Ich
schon wieder tot. Scheiße, ja. Rette mich mal schnell. Danke. Ganz ehrlich, ich hasse es. Super, ich bereit bin. Wenn wir den geschafft haben, haben wir einen Checkpoint erreicht. Ich bin tot! Nein! Ey, der hat. Was für ein Radius diese scheiß Sprengung hat. Ah, danke, ich habe hier Munition. Nur weil ich gestorben bin. Aber nur die, die heil sind, Leute. Die kaputt sind, die bringen nicht mehr Schaden. Ich stehe einfach vor ihm. Ja, genau vor ihm. Wir können dich doch nicht heilen. Ich bin gefallen. Er liegt auf dem Boden. Jetzt hätte ich es gebraucht. Gefallen. Mit dem war gerade wieder ein Helle. Ja, was ist das gemacht? Der schießt die ganze Zeit direkt auf den Schädel. Gefallen. Ja, so. Verdammt, ich kann dann recht gut nicht treffen. Den Gegner ab. Liegt ja Munition rum. Geil, ich hab die volle Munition. Ich lenke mal ein bisschen ab, dann kannst du jetzt auch noch Wein abfahren. Scheiße, ich bin tot. Los, los, los.
Hey, Dauer! Von rechts hat mich ein Schweber aus abgeschnallt. Halt mich mal los, dann zeig ich dir den einen Geist, der noch tot drin liegt. Hier auf dem Tisch müsste er liegen. Gut. Dann zeige ich dir noch die eine goldene Truhe gleich, aber die kommt erst beim nächsten Endbossraum. Ja, da ist so dumm dran vor. Jetzt müssen wir den einen Boss killen und dann sind wir durch. Jetzt müssen wir noch die Gefallen abnehmen. Komm mit, wenn ich so habe. Da muss ich nicht laufen. Ah, hier ist er. Ja, erst 20 Uhr soll ich kriegen. Jetzt weiß man mal einen Spieler zu Hause. Yeah. Oh, ich hab mehr Spieler drin. Ich will was töten, hat er mich gekillt. Ja, wir müssen nur den letzten Boss killen. Thank you.
dann nimmt ihr 20 Euro. Das ist doch 20 Euro. So was wie. Da haben sie genau das richtige Team geschickt. Sepix Primus warf einen großen Schatten auf unsere Stadt. Mit seiner Zerstörung werden die gefallenen Teufel schwächer. Doch wir müssen wachsam bleiben. Die Gefallenen sind schlau und sie werden überleben. Das tun sie immer. So, perfekt geschafft. Und krieg was Gutes. Ich krieg ne Sniper! Yes! Musst du wissen. Stimmt, der muss auch beitreten. Ja, natürlich. Ich lade dich ein. So.
So, ich gehe jetzt mal zum Planeten Erde. Beziehungsweise zum Tor. Jo, bis gleich. Du kannst ja einen wichsen. Wieso nicht? Warte kurz, es lädt gerade. Leite die Kleidung einmal ein und dann, ja. Oh, heul nicht rum, willkommen beim Stream. Oh. Hör auf zu heulen, du Sau. Nicht wundern. Bin in der Party und ich glaube, ihr könnt sie ja leider nicht haben. Nichts ist undurchdringlich. Das hier kommt hoffentlich nah ran. Warum nicht? Hab ich doch. Ach so. Also dann. Ja, okay. Ja, okay, ich lade hier nochmal ein. Mensch. Erstgranate. So, habt ihr eingeladen, fertig. So, was würde ich jetzt machen? Schuhe ist so easy. Und Sieg. 7, 6, 4, 0. Ich nehme jetzt einen Sniper mit. So. Wir müssen Story-Mission können wir auch nicht machen. Das müssen wir auch nicht. Ey, los, tanz mit mir. Soll ich den Arsch küssen oder was? Ja, ich knutsch dir gleich den Arsch. Na, Gas, geht's. Es geht jetzt zurück zum Orbit. Nö.
Doch, wieso nicht? Ja. Ja, Entschuldigung, ich sag, ich geh jetzt zum Orbit. Du, 5 Minuten später? Halt! Ja, ich hab auf dem Mond ein Ausrufezeichen. Da ja auch eine Story Mission. Ja, die ist ab Level 6. Die ist ab Level 6. Halt mal, Level 6. Scheiße, ich bin Level 8. Ups. Ja, die oberste. Die habe ich noch nicht gemacht. Warst du schon auf dem Mond? Ja, ich habe bisher nicht den Mond gespielt. Bin ich ehrlich bei. So. Ja. Solange Lutz nicht da ist, wäre schwachsinnig, das zu machen. Man kann da keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. In deinen Träumen vielleicht, eigentlich in Wahrheit. Wir zwei mit unseren Schiffen hier. Lutz mit dieser Klapperkiste. Durchkämmen wir das Gebiet. Der geile Sniper, die haut richtig rein hier, ey. Und richtig. Boom! Chakalaka! Ich hab die gerade gekriegt. Und ich hab einen neuen Speeder. Das ist mein neuer Speeder. Ja, mit den kleinen Pegalen und Sachen hat's normal. Ja, ich gekriegt, weil ich alle 5 goldenen Truhen gesammelt habe. Kriegst du diesen geilen Speeder hier. Ich brauche euch hier. Euer Geist gibt euch die Details. Misty, komm mit, du Socke. Ja. Ich bin da, wo wir sein sollen. Ja. Ja, das können wir ja nicht auch schwer einstellen. Das. Hoch und trocken abgeschlossen. Okay, langsam verstehe ich, was hier vor sich geht.
Ja, ich habe eine geile Sniper gekriegt, Lutz. Und jetzt gehen wir zum Orbit und fliegen zum Mond. Ja, wir haben nur auf dich gewartet. Genau, ich bin so ein Kameradenarsch. Du wärst vielleicht so ein Kameradenarsch, Shampoos. Level 9! Ja, da machen wir auf Level 9. Warum nicht, ne? Ja. Ja, natürlich! Ich bin Level 8, das reicht doch. Wir haben den Mond aufgegeben, um die Schar von der Erde fernzuhalten. Wir hofften, das würde genügen. Das ist jetzt eine Story-Mission. Schwer. Vorher war Level 6. Früher habe ich des Nachts oft hier hochgeblickt und mich gefragt, was die Schar wohl so macht. Aber ich habe immer nur verschwommene Signale empfangen, als wären sie blockiert oder vergraben. Kriegst du 4 EP? Kriegst du 4 EP? Ein Hüter kam hierher, um sich einen Weg in die Scharfestung zu bahnen. Aber er verschwand einfach. Folgen wir seiner Spur. Seine letzten bekannten Koordinaten führen nach da vorne. Bei mir kann es auch nicht gucken werden. Scheiße. Ach, Lutz, willst du mal einen Sniper sehen? Sau. Ja, meine ist die beste. Meine ist besser als deine, du Sau. Der letzte Bericht des Hüters besagt, dass er den alten Beschleuniger hier von einem unbekannten Gefallenenhaus an sich genommen hat. Ja, wir müssen da hinten hin. Teile dieser Ausrüstung wurden erst kürzlich benutzt. Gefallene reaktivieren keine alten Systeme, aber vielleicht der Geist des Hüters. Das war vielleicht zu gut gemacht. Okay, er suchte nach den Überresten einer alten Koloniebasis. Nicht weit von hier. Vielleicht ist er noch dort. Gefallene. Wir werden gejagt.
Güter gefallen. Ich hab den runtergeschmissen. Ich hab den unten hingeschmissen. Guck dir das an. Der ist unten hingefallen. Hä? Der Captain ist wieder hier oben gespawnt. Ey, das ist so eine Sauerei. Alter. So, ich hab den runtergeschmissen. Das ist auch hier oben. Jetzt stand er nicht mehr rum wie ein Irrer. Jetzt stirbt er wie ein Irrer. Mein Güter ist gefallen. Ich bin auch mal tot. Ich dachte, ich sterbe einfach mal. Kann sich hier respawnen. Nachgelaufen hat, geschlagen und hat mich dann abgeschlagen. Ja, wieder Rekord. Alter, der Captain ist in Gefahr. Ein Güter ist gefallen. Gefahr.
bald deinen Captain an. Hüter gefallen. Hüter gefallen. Der haut rein, die Sau. Schieß weiter auf ihn. Schieß bloß weiter. Ja, was für ein Schuss? Wieder Schüsse oder was immer? Jetzt geht er nicht mehr ab. Jetzt kannst du deinen Sparrow nehmen. Ah, wir sind verbunden. Fahrzeuge rufen. Die Koloniebasis, nach der er gesucht hat, müsste auf der anderen Seite des Bergkamms sein. Wenn sie noch steht. Ah, ein Moskito! Ja, neuer Moskito für mich! Das ist ein Moskito. Ist ein Moskito, der kann schießen. Hüter gefallen. Hab den Gegner abgeknallt, der drauf gefahren ist. So lange drauf geschossen. Neuer Moskito! Nehmt euren Moskito! Los, nehmt den Moskito! Das kann man den Moskito anpacken. Liegt ja die ganze Zeit rum, ich kann nicht gehen. Und die? Maximus geht denn wieder. Ein Hüter ist gefallen. Ein Fadini hier. Blau in den anderen. Passt die Kühe. Da liegt ein Moskito, da liegt ein Moskito, den wir haben. Ach, das sind zwei Moskitos. Ja, das sind einfach nur genommen, ja. Tja, hierhin war er unterwegs. Vorsicht, hier sind Gegner. Von Halo machen. Alle auf die Ballern! Kreuzfeuer! Alter, da oben ist der Servitor ist gleich tot. Oh, ich hab mir jetzt einer dran. Schneid deiner dran.
neue Sniper in der Kraft. Ich bin tot. Kommt her und heilt mich, ihr Schweine! Mein Moskito ist in den Lump geflogen. Das ist nicht geil. Du kannst ihn doch nicht mal heilen. Alter Schwede, ey. Heil mich, Lutz. Und ich sterbe. So, jetzt ist der Lump wieder auf. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. Du bleib hier. Ich bin nur dann Missy, wo ich hin soll. Ich muss nur den Geist einsetzen. Seine Notizen. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Kota. Ist gar nicht weit von hier. Klingt wie eine Todesfalle. Das ist ja schon wieder so ein Servitor. Ich bin nicht mehr hier oben. Ich bin... Der Boden ist hier kilometerweit untertunnelt. Kommt ihr mit oder nicht? Wer weiß, was gerade unter unseren Füßen bleibt passiert. Nein, die erscheint ja mal. Tja, ich glaube, wir haben den Tempel gefunden. Ich habe das schon im Internet erkundet, die ist hier. Da vorne, ein gefallener Hüter. Ein Hüter, der tot ist. Nein! Nichts mehr übrig. Nicht einmal das Licht. Wo ist sein Geist? Bei mir auch. Besser auf Abstand. One, your call.
Wir haben die Schar geweckt. Sie darf uns nicht trennen. Bist du lebensmüde? Da. Ja, ruhig im Moment. Wieder gefallen. Ich kann mich nicht mehr. Scheiße! Alter, wie viele sind da? Hau bloß ab, Lutz! Alter! Ich hasse diese Füße. Die Tür da hinten kommt man nicht. Voll in die Fresse! Fange das Erstärkende Licht deines Geistes. Da drin. Jupp, mach ich. So. Ja, krieg ich mal neu.
Das erstärkende Licht eines Geistes. Da drin. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt echt schon, wir müssen den ganzen Scheiß nochmal machen. Das wäre der Horror gewesen. So, ich habe eine neue Knarre freigeschaltet. Eine Maverick Handfeuerwaffe. Eine Magnum, um genau zu sein. Was macht die Leute? Der Geist ist tot, aber ich kann noch ein paar seiner Erinnerungen lesen. Diese Höhlen reichen kilometerweit in die Tiefe. Die Schar stellt hier eine Armee auf, um die Erde anzugreifen. Wir müssen sie stoppen. Los, wir müssen schnell die Schar stoppen. Los, wir müssen los. geil. Und was kriegen wir? Nix. Oh, doch. Hey. Okay.
kriegen. Ich glaube, wir haben einen neuen Geist gekriegt. Neues Aussehen vom Geist. Ah, ich glaube, ich muss mir gleich mal was zu trinken machen. Ich wollte mir schon vor 3 Stunden was zu trinken machen. So, perfekt. Ich würde am liebsten die Schuhe anziehen, eigentlich, aber. Ja. Yeah. Jetzt hat mein Nova-Bombe noch was dazu gekriegt, ey. Bist du sicher? Okay, da ist wirklich nichts mehr da. Dann guck mal im Inventar. Ja, im Inventar, Mission, toter Geist, Missionsprämie. Kann sein. Gut, wir gehen mal kurz in den Turm. Oh, da gibt's sowieso was zu tun. Bin mal gespannt, wie viel Geld ich jetzt habe. Gott sei Dank noch morgen und übermorgen arbeiten und dann schon wieder Wochenende. Ja, da wir ihn gerade zum Mond geflogen sind, waren wir ihn gerade im Orbit vom Mond. Jetzt düsen wir zurück zur Erde. Genau. So, da müssen wir überall hin. Der Ankunft des Reisenden mit einem alten mobilen Kommunikationsgerät aufgenommen. Ich hab einen neuen Sniper, die Gosen C habe ich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Na toll, die Gosen C ist erst ab Level 10. Fusionsgewehr ist ein gutes Ding eigentlich. Ach stimmt, da ist ja was. Ich habe nicht genügend Platz. Alles erledigt. Ah, ich weiß, was man machen muss. Wir sehen uns. Ich kann es abholen. Du musst nur eine Sache zurücklassen. Lass dich nicht verarschen. Schon gar nicht beim Preis. Ich sehe mal, ob es Nachrichten gibt. Suche nach verfügbaren Beutezügen. Warte, sagen wir. Oh! Beutezug akzeptiert. Haha, geil. Bestätigt. So.
Macht ja nichts. Besuche den Sprecher, um eine Prämie abzuholen. Ja, ich bin gleich da, Alter, dann kriege ich meine Prämie. Du weißt, wo der Sprecher ist, oder? Da, wo er immer ist. Ja, natürlich. Da, wo der tote Geist ist, da ist ein Sprecher. Du bist zurück. Jupp, ich hab den. Prämie annehmen, toter Geist. Das passt zu dir. Nutze es weise. Ich auch. Na. Ich bin da hochgelaufen, wieso? Deine Taten lassen mich hoffen. Oh, sprich mit dem Waffenmeister, meine Prämie abzuholen. Jetzt muss ich zum Waffenmeister rennen. Geil. Ich höre. Du siehst doch, wo der grüne Punkt ist. Da musst du hin. Ja, wenn du angekommen bist beim grünen Punkt, dann geht er weiter zum nächsten Punkt, wo du hin musst. Und so weiter und so fort. Ach, du sollst auch zum Waffenmeister? Was ist in der verkehrten Richtung? Zumindest das weißt du. Drei Schuss. Ja, ich bin gerade bei dem, darf ich mir eine neue Waffe aussuchen. Ich glaube, ich nehme die Copperhead Typ 32 Schrotflinte. Eine gute Waffe. So, jetzt habe ich alles. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich gebe so lange mal den Code ein hier. Ey geil, die haben hier ein neues Ding eingeführt bei den bei dem Hauptmenü. Freunde haben sie jetzt eingeführt. Ja, man kann jetzt Freunde drauf gehen. Sehe ich gerade im Hauptmenü. Heute gab es nämlich ein Update bei mir. Ich muss auf WhatsApp. Oh, scheiße. WhatsApp. Oh, scheiße. Ich gebe so lange mal den Code ein, dann kriege ich hoffentlich meinen neuen Speeder. So. Ha, gerade hätte man mich sehen können, aber Gott sei Dank habe ich die Kamera verschlossen. Beziehungsweise ich habe die Kamera verdeckt mit Absicht. So, ich kann meinem Bruder Bescheid geben. Ich bin mal ganz kurz abwesend.
ist fehlerhaft. Werfen wir einen Blick hinab. Aus dem nordamerikanischen Reich, kurz vor dem Untergang, erkennt man an den Adlern. So etwas habe ich noch nie gesehen. 13 handgeschriebene Parabeln auf einer Seite. Meinst du jetzt schon wieder? Hüter, möchtest du sehen? Ach, bei der Poststelle das Ding annehmen. So schwer. Kann ich dir ganz leicht sagen. Du gehst auf Inventar, schmeißt eines bei Beutezüge raus. Irgendwas, scheißegal was. Und dann kannst du es annehmen. So, ich warte so lange, beziehungsweise ich mache mir so lange was zu trinken. Solange du das dann machst, dann kann ich nicht das. Signora Levante. C30G so. Ist in der Stadt verschwunden und wir sind bereits unterwegs. Gut, dann gehe ich schon mal kann zum Auge zurück. Nicht anpassen. Ich bin mal kurz beim Headset, bin gleich zurück. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes, das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen darunter und stehlen, was wir können. Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der es beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden.
Du spielst zwar eine Tusselutz, aber trotzdem hat das nicht wirklich was zu bedeuten. So, mein Keks. Mein Keks. Mein Keks ist da. Lecker Keks. Mann, wir sind ja schon wieder am gleichen Ort. Schlagsplitter. Das war Fluffy. Waren wir da nicht vorhin drin? Level 20 zu erreichen, das ist echt heftig. Bei der Beta hat es nicht so lange gedauert, bis es mal ein Level 8 war. Ich wundere, ich musste gerade Knicke, Knacke machen. Knicke, Knacke, Hühnerkacke. Setzen. 6. Das ist doch gleich im Abgrund. So, jetzt geht's weiter. Die Schar hat den Mond völlig zerfressen und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Keine Munition beinahe mehr. Zufällig gefunden.
Ich glaube, das ist eine goldene Truhe vom Mond. Ich habe einen Nox Cantor 3 Fusionsgewehr gekriegt. Aber Nox Cantor 3? Nox Cantor 2 sind die anderen. Geil, die nehme ich. Ich habe jetzt ausgetauscht von der Sniper auf Nox-Kantor. Da unten ist eine ganze Nekropole. Geil. Kein Schutzschild mehr. Blöde kleine Hexe. Kriegen wir sogar Raumschiffe in den Raum rein.
Wer ist das denn? Zuerst die Kleinen und dann in die Guten gehen den Ritter. Dafür gehen wir näher ran und wir nehmen dafür die Spezialwaffe. Was für Zeug war das denn? Jetzt gleich angeschränkt. Der Ritter ist in der Nähe. Er ist mächtig und nicht alleine. Aber dieser Ritter hat den Schlüssel zum Grab. Wir müssen ihn töten. Ich wusste es. Na, ich hab ihn lieber mal nachgeguckt, ob der sein Schlüssel ist. Rechts.
immer schneller gehen wir. Mein Hüter ist gefallen. Das auserwählte Grabschiff hat auch nicht geschafft. Zu dir. Wir sind glaube ich immer andersrum. Guck mal auch hier rum, auch da reinkommt. Ja, von hier rum kommt man gleich auch rein. Ja, geht. Geht nicht.
eine andere Richtung, glaube ich. Hab ihn gerade einen Ritter gekillt, voll viele Gegner noch da, ein paar gekillt und so weiter und so fort. Und macht Spaß. Ist gefallen. Alles nochmal. Also das alleine zu überleben. Der hat wieder ein volles Schild, der hat wieder sich voll geheilt. Ja, ich weiß, ich bin tot. Oh, der hat wieder schon wieder geheilt, die Schlange, ich glaub. Thank you.
Ein Hüter ist gefallen. Ich hab die von links erstmal gekillt. Jetzt müssen wir uns richtig wieder vorsichtig anschleichen, beziehungsweise vortasten, töten, vortasten, töten. Das Schlimmste ist, alle schießen auf uns. Nur die Hecke, das ist gleich weggekillt. Also die Hecke hat nur einen Angriff zum Kill zu gesehen. Ich hab keinen einzigen Angriff gemacht, ich war tot. Leck mich am Arsch, du Hexe! Zieh auf die Hexe! Hä? Jetzt ist fast tot, ey! Er schießt sie! Oder heil mich! Und dann erschießt sie! Sagt, wir kommen raus, das hat nicht geklappt. Ja. Ich muss mal gucken, wie ich das überhaupt hinkriege, weil wenn ich jetzt den Tod habe, dann wäre sie nicht schon auf dem Weg gewesen. Ich konnte irgendwie nicht nach hinten laufen, keine Ahnung, wie so. Er hat mir irgendwas im Rücken da gestanden. Nee, das war nicht. Ja, er schießt auf mich. Die Idee, das ist schlecht, der ist ihre Schilde weg. Oh, der schießt sie tot, die ist so vor mit dem Tod, ey. Fällt sie zurück? Hier, die Scheiße. Ich bin hier, Geht auf die Hexe! Ja, endlich die Scheißschlampe tot! Wie? Zwei davon? Ja, aber die Hexe hat uns am meisten. Ja, das ist ein Witz. Ja. Hinter mir! Woher kam der denn? Woher kam der? Einmal war der einfach hinter mir. Das war ja gerade ein Verarsch, ey. Als ob da aus nichts erschienen ist. Thank you.
Anfang ja scharf. Hä? Da haben wir ihn gerade gekillt. Ah, da steht der Müller. Ja. Das ist der Schlüssel zum Grab. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Erst müssen wir den da töten, dann können wir zum Grab. Nahkampf beschwächen. Endlich diese Kerle tot. Endlich. Gerade nach den neuen Sachen, die ich hier gekriegt habe. Ah. Und, oh, ich habe wieder meine Super-Attacke bereit. Was für ein Kreis? Oh, scheiße, das sind die, die ich gesucht habe. Ich habe einen Kreis gelassen. Da ist die Mutter mit dem Filter oben. Nein. Letzte Runde, als ich da an den falschen Weg gegangen bin, habe ich hier alle gekillt. Wo das noch eine normale Mission war. Ach gut, das war eine gute Mission. Dann die Typ 24. Die andere ist Maverick. Naja, egal. Das sollte uns direkt zum Grab führen. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine. Mama!